So, Freunde, es wird mal wieder Zeit für Need for Speed Carbon. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, als wir Bushido geschlagen haben, und wir stehen jetzt vor der Entscheidung, ob wir im blauen oder im gelben Beat weitermachen. Ich habe mich dafür entschieden, einfach mal im gelben weiterzumachen, weil ist halt so. Und ich würde sagen, da fangen wir doch direkt mal mit dem Checkpoint-Rennen an, um mal wieder reinzukommen. Ich habe ja jetzt auch schon eine Woche oder so nicht mehr gespielt. Da sollte man doch lieber wieder so eine Einfahrtsrunde machen. Wenn es hier mal losgehen würde. Und da geht es auch schon los. So, ich hoffe, die Framerate und so weiter ist jetzt stabil. Weil das die letzten Videos ja nicht unbedingt so war, obwohl die Qualität doch relativ schlecht war. Aber ich bin halt noch so ein bisschen in der Probierphase. Da darf ich mir sowas einfach noch erlauben. So. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt hier ein anspruchsvolles Rennen wird oder so. Und ich sollte mal mir angewöhnen, mehr den Speedbreaker zu benutzen. Den habe ich ja auch noch gar nicht geklärt. Allerdings ist es hier noch nicht unbedingt nötig. Und ich werde das dann erklären, wenn es soweit ist. Jetzt kommen die Checkpoints auch ziemlich häufig schnell hintereinander. Darf man keinen dicken Fehler machen, hat man da direkt verloren, weil die Zeit einfach nicht reicht. Okay, da wäre jetzt eine Abkürzung nicht gewesen, aber das probieren wir einfach mal ganz gekonnt. So, hier jetzt der Speedbreaker. Ich drücke Y auf meinen Controller und kann damit eine Zeitlupe und eine Art Handbremsensteuerung, hallo, aktivieren. Und damit kann man dann sehr gut scharfe Kurven nehmen. Verliert allerdings auch ordentlich an Geschwindigkeit. So, jetzt muss ich einfach mal hier ein bisschen konzentriert fahren, damit das Ganze noch reicht. Weil der Truck hat mich da gerade extrem ausgebremst. Ah, ich sehe da hinten schon das Ziel, das dürfte eigentlich kein Problem sein. So. Und wir erhalten Stripe. Okay. Was? Nein, ich möchte nicht restarten. Ich möchte weiterfahren. Okay. Und hier eine kleine Katze. Yeah, I heard you were in town. Go back where you came from. Und da werden wir auch schon direkt angegriffen. Ich wollte jetzt eigentlich was zu Angie da sagen, aber komme ich später zu. Denn jetzt wird erstmal hier das Rennen gefahren. Aber ich glaube weniger, dass es hier großartig Probleme gibt. Obwohl wir keinen Partner haben. Die einfach mal zu dritt kann, das ist lustig. Aber schauen wir mal, ich glaube diese Karte hat auch gar keine Stellen, wo man noch großartig runterfliegen kann, deswegen kann ich hier ein bisschen Gas geben. Aber man sieht doch nicht, dass sie halt nach ein paar Kurven hinter mir. Das Rennen ist eigentlich schon gelaufen. Oh, und das war eine richtig gute Kurve von mir. Hier bin ich jetzt mal richtig nice gefahren. Ich glaube, diese Kreativpause hat mir wirklich gut getan. Das ist ja jetzt gerade richtig gut, was ich hier fahre. Wow, ich bin ja selber von mir total begeistert.
Könnte es sein, dass ich mal wieder keinen Nitro-Knopf habe? Dass ich das mal wieder vergessen habe? Das muss ich gleich mal ändern. Oder erst bei der nächsten Aufnahme. Schauen wir mal. Moment, brauche ich es ja offensichtlich noch nicht so großartig. Oh. Okay, wenn man jetzt mal nach oben schaut, der hat 2 Sekunden Abstand zum zweiten. Wenn ich hier jetzt nicht ganz große Scheiße baue, dann wird das Ende schon gelaufen worden. Oh, weil ich jetzt hier ganz schön Geschwindigkeit verliere. So, aber ich glaube, jetzt kommt eh nichts mehr Großartiges. Jetzt fahre ich fast nur geradeaus. Okay, eine dicke Kurve kommt jetzt noch. Und dann war es das. Noch ein dramatischer Kameraschwenk von vorne nach hinten, voll actionmäßig und so. Und dann war es das Ganze auch schon wieder. So, nein, ich möchte es immer noch nicht mehr. Ich sollte echt die Knöpfe mal umbelegen. So, dann gucken wir nochmal. Da ist die Weltkarte. Ich brauche die Maus. Hier ist die Maus. Und ich würde sagen, na. Jetzt wollte ich eigentlich noch was zu Angie sagen, aber ich habe eigentlich nicht mehr viel mehr dazu sagen, als dass es eine Biatch ist und die uns nicht unbedingt gut auf uns zu sprechen ist. Und mehr habe ich darüber eigentlich auch nicht zu erzählen. Über sie, über es, wie auch immer. Und deswegen kommen wir auch direkt zum nächsten Rennen. Das war ein ganz schlechter Start. Oh Gott. Naja, aber ich glaube nicht, dass das jetzt hier das Rennen schwierig sein wird. Vor allem, ja, es ist ja wirklich nachhaft. Oh, Level ist noch nicht bereit, so jetzt hau ich sie mal voll in die Seite rein. Na, bringt nicht viel, aber ist ja klar. Okay, aber das ist da vorne scheint unser einziger wirklicher Gegner zu sein. Also sonst ist hier nicht auf der Straße los, oder jetzt werde ich ihn mal aktivieren. Level. Oh, da muss ich den Speedbreaker nochmal aktivieren. Okay, die Abkürzung hätte ich jetzt fahren können, aber macht ja sonst auch keiner. So, einmal durch die Garage und wieder nach oben. Für einen dramatischen Sprung. Vor einer dramatischen Kurve. Vor noch einer dramatischen Kurve, die dramatisch ist. Und dann ein dramatisches Taxi, das auf eine dramatische Kurve einleitet. Unglaublich, wie dramatisch dieses Rennen ist. Und, oh, okay, ich dachte, die Kurve ist ein wenig spitzer. Erwartet, dass ich da ordentlich crashe. Oh, so wie jetzt. Mein Gott. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich ihn selber blocke. Na komm, Level ist dafür da, dass es nicht gut ist. Jawohl. Hat sich halt irgendwie gedreht. Und das war's dann auch schon wieder gleich im Team. Aber ich muss gerade hier nochmal meinen Wagen loben, der ist ja abgetischt gut. Boah, das war knapp. Und da ist auch schon das Ziel. Und wir kriegen ordentlich Money, Halleluja. 12.200. Können jetzt einen neuen Wagen im Shop kaufen. Und siehe da, es tut sich was. Inferno erobert ein kleines bisschen von dem blauen Gebiet. Das hatte ich so in meinem ersten Playthrough auch noch nicht. Und ich glaube, jetzt kommt eine Cutscene. Jawohl. Ah. Unser Gläubiger. I always said you did. Now the others are starting to believe too. Don't give up now. You're close. Warum auch immer uns jetzt anmutigt. Nein. Ich habe diese Story hier noch nie großartig verstanden. Und werde es wahrscheinlich auch nie. So. Ich würde mal wieder sagen, dass wir hier noch das dritte Rennen machen, weil das soll ja ein Let's Play sein, in dem ich alle Rennen mache. Deswegen kommt das hier direkt hinterher. So.
Okay. Muss ruhig mal den Start wirklich besser hin. Jawohl, perfekt. Und dann wird es. Boah, eng. Enges. Ja, ja. Ah, Gott. Leute, ich habe es immer noch nicht eingestellt. Das muss ich unbedingt einbauen. Oh, das war rückwärts. Ah, ja. Aber noch, wie gesagt, noch brauche ich ja nicht großartig, weil meine Beschleunigung einfach sehr gut ist. Und deswegen werde ich hier mal ein wenig vorbeiziehen. Einfach aus dem Grund, weil ich es kann. Bäm! Und da bin ich schön in die Seite rein. Aber es sind noch zwei Leute vor mir und einer hat Hallo, der hat ja mal richtig Vorsprung. Das müssen wir ändern. Oh, wenn wir nicht aufgehalten werden. Ui, ui. So. Okay. Gott sei Dank, ich habe noch wenig Zeit und da überhole ich ihn dann direkt mal, weil die Spur einfach 100.000 Mal besser als er bekomme. Und boah, das Taxi! Scheiß Taxi! Na Gott sei Dank kann ich ihn aber blockieren, weil er offensichtlich noch böse war wie ich. Kommt aber ein bisschen zu schnell weg. Ich glaube, hier ist eine Abkürzung, genau. Bin ich gespannt, wer zuerst rauskommt. Na ja, natürlich. Und da ist Level, den werde ich direkt mal einsetzen. Wir sollen uns mal ein wenig seine Mut zeigen. Na komm schon, Level. Alles. Boah, verdammt! Ja, jetzt hätte ich mich nicht so sehr auf Easy konzentrieren sollen, dachte ich. Oder Easy ist Easy, okay. Komm, hallo. Ah, und jetzt wäre es natürlich super für mein Lead-Projekt. Und da ist ein Polizist. Ja, ich glaube, gleich noch eine. Okay, er hat gar nicht auf den Platz gesehen. Das ist natürlich wunderbar, sonst hätten wir jetzt. Oh, verdammt! Jetzt hätten wir jetzt eine zweite Verfolgungsjagd im LP gehabt. Weil ich dieses Rennen hier überhaupt schaffe. So, wo ist denn Lizzie? Oh, sie ist mal wieder weit vorne. Da muss ich jetzt tatsächlich ein wenig um den ersten Platz kommen. Weil die Polizei es gut aufhält. Oh, danke Polizei. Danke Polizei. Jawohl. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass sie mich jetzt nicht ins Visier nehmen. Jetzt haben wir gleich wirklich so Verfolgungsjagd. Ich wirklich null Bock habe. Weil wir wollen ja weiterkommen und dann nicht mit irgendwelchen Kopfen entwickeln. Na, oh, und da ist es schon passiert. Ah, oh, jetzt haben die Kopfen auch wieder gesehen. Ah, oh, und dann setzt man mal voll fein rein. Naja, wir werden sehen, wie es das Spiel vor uns sein. Ich gehe davon aus, dass ich das Rennen inzwischen gewonnen habe. Und wenn ich es nicht tue, dann tut es Neville. Also, ich sollte mich schon auf die Verfolgungsjagd jetzt konzentrieren. Weil das geht wirklich ineinander über. Ich krieg jetzt noch diesen Windscreen angezeigt und dann geht's direkt los in die Verfolgung. Ja gut, da macht die TFK noch ihr Gebiet wieder sicher. Aber dann geht's sofort los in die Verfolgungsjagd. Und ich werde versuchen, die möglichst kurz zu halten, damit ihr hier nicht irgendwie großartig sehen müsst, wie ich faile und faile und noch mehr faile, weil das müsste ich mir auch nicht antun. So, da hinten haben wir den Verkehrsstopper, den können wir direkt mal einsetzen. Und dann dürfte es das Ganze eigentlich noch schneller gewesen sein. Aber ich glaube, die beiden hat es gelegt. Und hinter mir ist niemand mehr her. Ja, das dürfte eigentlich schon wieder gewesen sein. Da hinten ist auch schon wieder. Oh, oh. Muss ich aufpassen, dass ich das schon wieder erwischt. Oh, das ist ein Rivalwagen. Kommt gerade eben. Nein, verdammt. Okay, der hat es gar nicht auf mich abgesehen. Und das ist ja der andere. Andere da abgelenkt hat und ich werde mich hier jetzt mal verstecken, damit die Leiste da oben schneller hochgeht und ich nicht gefunden werden kann. Und das war's schon wieder. Gut, ich habe so kurz gehalten wie nur nötig. Und das war ganz viel Zeug von mir. Verfolgungsjagd des Belmorf. Also Arschloch! Das Belmorf ist nicht mehr allzu aufbrauchen. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter. Und zwar mit einem Speedrun, einem Circuit oder einem Sprint. Was ist denn das Kürzeste? Ah, ich nehme mal hier die Speedrun. Okay.
See you later. Jared, what are you doing? A few more races and he's gonna have more territory than you. Well, hey, good for him. He should be cleaning up his rep. And he's taking care of my business for me. He knows us. Both of us. You're using him. I'm not using him. I'm the only one who knows what he's capable of. He's gonna into you. I know races are running the track. Okay. Ich werde jetzt hier nicht weiter auf die Katzen eingehen. Ich glaube, jeder hat irgendwie verstanden, worum es da geht. Sondern mich hier eher aufs Rennen konzentrieren. Das ist hier das Entscheidende. Und ich werde mal versuchen, hier meine Beschleunigung voll auszunutzen. Mal hier außen rumfahren. Das ist natürlich jetzt super gedrückt. Oh, ich glaube, das gibt eine gute Wertung an. Ja, 107, nicht schlecht. Aber das ist natürlich ein Riesenmanko, dass ich immer noch keinen Hit bekommen habe. Das hätte ich mal bedenken können, bevor ich wieder genau gesagt habe. Aber nevermind, würde ich sagen. Das war nochmal eine gute Wertung. Ich bin damit direkt auf 1 geschossen. Super. Direkt dahinter Neville. Und dann sind die anderen irgendwo dahinter rum. Okay, Neville jetzt sogar besser als ich. Und jetzt habe ich mal ordentlich Geschwindigkeit. Ja, schlecht. Gerade Strecke. Dann könnte es sein, dass ich im Let's Play noch kein Radarfalle selbstständig gewonnen habe, sondern immer nur mit dem Partner. Kann sein, oder? Naja. Ich muss gleich mal selber meine Let's Plays gucken. So, 118. Juhu. Freude, Freude. Und das war's schon? Ja, offensichtlich. Ich könnte auch mal erst Platz, wenn ich jetzt hier noch ein Gäste durchfahre. Dann sieht das Ganze doch wunderschön aus. Und so ist es dann auch. Das ist wahrscheinlich das erste Radarfallenrennen, das ich wirklich nicht gewonnen habe. Und wir bekommen ganz viel Zeug, aber nevermind. Ich will einfach Knöpfe. Nee, so und so und fertig. So. Mein Gott. Und eine Katze. Okay. You think you're making a name for yourself? Keep racing through my territory and I'll waste you and your reputation. So, weiter geht's. Natürlich machen wir hier lustig weiter. Aber ich würde sagen, vorher gucke ich noch mal ein paar Einstellungen durch und konfiguriere endlich mal den Nitro-Knopf. Das ist nämlich überfällig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Jetzt nächstes Rennen hier und so weiter. Dafür gehen wir auf die World Map und gucken mit unserer Maus mal, ob wir ein Circuit oder ein Sprint machen. Ich werde einfach mal an der Stelle ein Circuit machen, weil ich es kann. Und dann werde ich direkt ins Rennen geführt. Okay, keine Cutscene ausnahmsweise mal. Da gibt einer vollkommen an. Naja, soll er doch. Und da geht es auch schon los. Es ist normaler Rundkurs, also nichts Besonderes. Boah. Und achtet genau, ich habe einen Nitro-Knopf. Yay! So, das heißt, mir steht jetzt die volle Bandbreite an Möglichkeiten im Need for Speed Carbon zur Verfügung. Und das war mal eine richtig gut genommene Kurve. Wow.
Wow. Aber da macht uns Alex noch ein paar Probleme von hinten. Deswegen ich hier jetzt noch mal ein bisschen heizen muss. Heizen! Wow. Ich kann Nitro einsetzen, das ist so toll. Wow, wir kriegen ihn nicht wirklich abgeschützelt, trotz 150 Meilen pro Stunde. Oh, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht abgeschützt. Oh, ich glaube, das war unnötig. Ja, war es auch. Ja, man merkt schon, ich werde ein wenig hektischer aufgrund der Geschwindigkeit, die ich jetzt erreichen kann. Aber das ist das Schöne an Need for Speed. Und da aktiviere ich meine Fähigkeit, weil ich hoffe, er hat Zeigeffekt. Ah, scheint weniger so. Ne, Alex können wir nicht abschütteln. Der bleibt an uns dran. Und ich fahre hier gerade eine absolute Mütze. Vielleicht so gerade zumindest. Und ich kann immer noch nicht reinsetzen. Das ist immer schön. Oh, da fliege ich zum Glück nicht in die Wand rein. Und das wäre eine Abkürzung gewesen, aber das sage ich einfach mal never mind. Oh, und muss jetzt mal mein Auto wieder fangen, um wieder Nitro zu geben. Nitro zu geben, das finde ich auch. Und Neville hat irgendwas gelegt. Also wurde von irgendwas gelegt. Weil er da auf der Karte ziemlich weit abgeflogen ist. Das heißt, im Grunde entscheidet sich jetzt zwischen mir und Alex. Oh, das war ein Auto. Ja, und da werde ich auch direkt mal gemeldet. Das war mir klar. Jetzt werde ich hier mal den Donut aktivieren und gucken, ob Alex daran hängen bleibt. Ich glaube, er nicht wirklich dran. Ne, das hat er ohne Probleme geschafft. Das heißt, ich werde direkt das nächste aktivieren. Ich werde jetzt Alex alles in den Weg schmeißen, wenn ich es irgendwie finden kann. Irgendwas muss ja dann mal funktionieren, obwohl ich jetzt auch schon einen größeren Abstand herausgeholt habe. Und hier wieder sehr gut fahre, aufgrund der breiten Straße. Damit komme ich ja sehr gut zurecht. Bin ich hier gerade am gucken, ob ich das. Ja, Speedbreaker war nötig. Anschließend direkt mehr schon, dann verliert man noch nicht so viel Geschwindigkeit. Okay, gucken wir mal auf den Abstand. Ja, 10 Sekunden, das ist sowas von deutlich. Also das Rennen ist gewonnen. Auch wenn ich hier jetzt nochmal einen Unfall oder so war, ist scheißegal. Dieses Rennen habe ich geholt. Ja, wir kommen jetzt ein bisschen hinterher. Ja, komm. Jetzt nochmal durch die Garage. Oh, es fängt an zu lecken. Eieiei. Und damit war es das für dieses Rennen. Ich fahre noch ein paar Verkehrsschilder ab, einfach so, weil ich Bock drauf habe. Und zum Glück wurden wir nicht von der Polizei entdeckt. Und wir kriegen Chrome Paint. Oh, das ist sehr schön. Allerdings werde ich das erst auf den nächsten Wagen anwenden. Weil alles andere einfach keinen Sinn macht. Diesen Wagen werde ich eh nicht mehr lange behalten. Und eine Katze. Okay. Drive. Remember, I was standing right over there. It was so close. I knew you were gonna win. Then things went crazy. This guy knocks me over. I tried to get up, but he held me down. I thought he was protecting me. I couldn't make it, so I gave you the bag. If what you're saying is true and the bag was switched, then I don't know how it could have happened. Why didn't you ever tell me about the missing money? The bag was switched, then that's where it happened. Get out of here.
Okay, die Dinge scheinen sich langsam aber sicher aufzuklären. Aber hat euch je eine Story in einem Rennspiel interessiert? Also mich weniger. Und deswegen würde ich sagen, wir springen direkt zum nächsten Event. Und das ist ein Sprintrennen. Wartezeit. Na komm schon, warum dauert das denn jetzt lang? Aha. Ich dachte, jetzt kommt wieder eine Katze hin oder so. Aber auch das sieht nicht. So, Neville gibt noch ein bisschen an. Und dann mache ich mal wieder einen perfekten Start. Ich glaube, der ist relativ gut mit den Starts. Und dann gucken wir mal. Aber ich kenne das Rennen. Das war so ziemlich einer der Lieblingsstrecken von mir und einem Freund, mit dem ich bisher gerne gespielt habe. Deswegen wird es hier nicht unbedingt schwierig zu gewinnen, denke ich mal. Oh, außer natürlich, es wird hier volle Kanne so gewinnen. Ah. Und Alter! Willst du mich verarschen? Lass mich vorbei. Ernsthaft, das halbe Rennen ist schon um. Oh, da muss ich jetzt Gas geben. Uiuiui. Ah, das könnte nochmal knapp werden. Da 5 Sekunden rauszuholen ist echt schwierig. Weil es im Grunde hier nur geradeaus geht. Aber wenn man diese Parkrufen halt perfekt fährt. So, hier ist jetzt eine Abkürzung durch die Mitte. Da werde ich nochmal richtig Nitro einnallen. Oh, ich bin fast vorne, Ah, ich bezweifle, dass das jetzt noch... Nee, das reicht nicht mehr. Nee, komm, da... Da riskiere ich jetzt auch nicht, von der Polizei erwischt zu werden. Und da probiere ich das Ganze nochmal und versuche mal in den Minuten ein bisschen mehr auszuholen. Weil das war ja kläglich, was ich da gerade gemacht habe. So, das war jetzt schon mal kein schlechter Start. Sollte ich in Zukunft vielleicht öfter so machen, dass ich einfach beim Start voll keine Nitro nehme. Oh, hier durch den Tunnel. Da muss man das Gewusel von außen nicht so unbedingt mitmachen. War relativ gut. Und dann hier hoch, ja. Also dieses Rennen ist deutlich besser nochmal als das halt war. Oh, da falle ich voll in den Auto rein, aber Nitro ist da mal wieder die Lösung, um wieder auf Geschwindigkeit zu kommen. Wie es noch so oft in diesem Let's Play sein wird. Ja, und ich habe, denke ich mal, so eine halbe Sekunde, nee, 2 Sekunden Vorsprung, Alter. Also das wird ein ganz einfaches Ding jetzt hier. Aber komm, das ist jetzt irgendwie, also sollte ich jetzt noch einen Unfall bauen, habe ich sogar noch eine Chance. Aber das wird nicht der Fall sein. Und das war's mit dem Rennen. Ups. Okay, da habe ich einfach irgendwas gedrückt, aber das ist ja egal. So, und ich werde angegriffen. Von den Black Hearts. Das werde ich jetzt auch nochmal schnell machen. Das ist jetzt nicht das Thema. Na, wenn es jetzt. Aha. So. Und das werde ich jetzt auch nicht großartig nochmal kommentieren, weil das Rennen kennt ihr schon. Dummerweise ist es ein Rundkurs, das heißt, es dauert lange. Und warum ich jetzt unten statt oben lang fahre, na, jetzt einfach, weil ich es kann. Ja, komm. Die Blackheart sind jetzt wirklich keine Gefahr. Weil Neville hier gerade noch ein bisschen am Abkarten ist. Ah ja. Und da fliege ich in eine Kurve. Und was vollkommen unnötig war. Und wir fahren rechts rum. Diesen Track haben wir jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal, weil der schon mal angegriffen worden ist, oder? Irgendwie war da doch was. Naja.
Aber das hier ist auch so eine Strecke, die ich relativ häufig gefahren bin. Viel mehr gibt es dazu halt auch nicht zu sagen. Genießt einfach die Musik oder so, weil hier wird jetzt nicht mit Instagram alles passieren. Und das war's für dieses Rennen. Ich würde sagen, das reicht aber erstmal für heute. Das ist ein wunderschönes Endbild. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, tschüss.